Ich bin zurück in Japan und wo wäre der beste Ort, über die Börse zu sprechen? Natürlich hier an der Tokyo Stock Exchange. Ihr seht es hier im Hintergrund, alles dunkel. Vielleicht seht ihr da oben so ein bisschen den Kreis. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das erkennen kann. Da ist das Laufband sozusagen, wo die Kurse hier in Tokio immer rumlaufen. Aber ich bin natürlich zu einer nachtschlafenden Zeit hier und das ist der Blick, den die Menschen am Fernseher das Ganze verfolgen können. Ich drehe mal einmal die Richtung. So sieht das Ganze aus unserer Perspektive, wenn wir in Richtung Kameras gucken. So, aber ich will mit euch jetzt natürlich nicht in die Kameras schauen, sondern wir schauen uns jetzt mal an, was hier wichtig ist. Und als erstes stelle ich euch mal vor, Shio-chan, sie ist die Begleitung hier durch die Sendung. Konbanwa! Konbanwa! Kyo, nani ichiban taisetsu desu? Kyo wa Bon-san ga Nihon ni kaette kite kureta koto ga taisetsu desu. Arigatou gozaimasu. Yasashii desu. Oh, sticky! Sie lernt gerade noch Deutsch und sie sagte, ich habe gefragt, was ist heute das Wichtigste? Und sie hat natürlich gelogen. Sie hat gesagt, das Wichtigste ist, dass ich heute da bin. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir wollen jetzt mal den Profi fragen. Und wen könnte ich da besser fragen als Shimizu-san? Shimizu-san, nice to be here again. Guten Morgen. Ah, sticky. One of the things that you just cannot forget in Europe is that on Sunday, don't forget to delay your clock 1 hour. You are moving into winter time, okay? Definitely. And, apart from that, today we have Amazon coming down really heavily today. After the close yesterday, they announced their third quarter. They're not, the fourth quarter or the Christmas is not that rosy. And they're coming down. The way they came down yesterday, they finished at the market value of $1.3 trillion. Perhaps, maybe, way they are coming down today, they might break a $1 trillion line, depending on how they close today. So Amazon is a little bit walking on a really thin ice today. Apart from that, we have ExxonMobil and Chevron releasing their numbers. They're just making the money. They're just making the money. So shall we invest in that? Well, it is up to you. I have. It is like, is your money important or is your ethics important? I am not really sure. But the only people who made the money this year are those people who invested in energy. So, Tashkani. Indeed. That's true. Thanks a lot for your insights. Good luck. Have a good weekend. Thanks a lot, Shimizu-san. Ich übersetze es mal ganz schnell nochmal. Er sagte, ganz wichtig heute ist natürlich Amazon. Das wird ein wichtiger Hingucker sein. Die haben gestern schon nachbörslich eine Menge verloren. So zwischendurch mal 20% ging es da mal sogar runter, weil Amazon angekündigt hat, dass das Weihnachtsgeschäft sehr, sehr, sehr düster aussieht. Und er sagte, also da ist ein großer Verlust. Wir werden sehen, wo die heute schließen. Also ist natürlich noch spannend, was das Tagesende und das Wochenende dann entsprechend bringt. Aber unter Umständen $1 Billion könnten da mal eben schnell durch den Abfluss geschossen sein. Na gut, wir werden es sehen, ob es wirklich so viel ist. Aber auf jeden Fall eine heftige Bewegung, was es von Amazon da gibt. Heute ebenfalls noch anstehend sind natürlich Informationen von Chevron und von ExxonMobil. Das sind zwei Energietitel und vielleicht für diejenigen, die es etwas grüner mögen, Ginkgo Solar, der ist ebenfalls heute noch dran mit Daten. Also Energy ist heute das Thema. Und da habe ich gefragt, soll man da jetzt rein investieren? Und sagte, na, das hängt davon ab, ob du auf Gewinne oder auf Ethik guckst. Das wird dann unsere Entscheidung sein letztlich. Na gut, das müssen wir uns wieder am Chart angucken. Das kann ich jetzt heute leider mit euch nicht machen. Das heißt, wir sind heute nur mündlich hier unterwegs. Aber guckt euch selber mal den Chart an, zum Beispiel den Nasdaq. Der ist natürlich auch beeinflusst jetzt durch Amazon und durch die jüngsten Nachrichten, die wir da haben. Das sieht nicht gut aus. Wir sind in der Abwärtsbewegung ganz schön tief runtergekommen. Das heißt, der gesamte Anstieg, den wir seit Oktober haben, der sieht korrektiv aus. Das liegt an den vielen Korrekturen, die wir da haben. So, jetzt muss ich mal gucken, inwieweit ich das hier zusammenführen kann, dass wir noch ein Schlussbild kriegen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Mina. Arigato gozaimasu! Bye bye!